Ui, ui, ui. Wir sind in dieser Metro. Ich versuche zu Rileys Ranger zu kommen. Es ist nicht der richtige Weg. Und es ist nur verwirrend. Vielleicht kann ich mich ja vorbeischleichen bei den Mutanten oder teleportieren. Jericho sagt nein. Jericho sagt nein. Oh, es geht. Also hier hin oder was? Oder wie oder was oder was? Oder wie? Oder was? Oder wie? Oder so? Gegessene Leichen, nein, das Ich tue ich brauche nur nicht. zwei Schläge. Regulatoren. Bestimmt perfekt für Granaten. Davon habe ich ein paar. Er kommt mir entgegengeflogen. Ich hab's ihn unter den Arsch geworfen. Keine gute Zeit, um Regulator zu sein. Komm, Flinte. Er macht Schaden schon. Werden immer gefährlicher. So, schaut euch mein Leben an. Wir werden immer gefährlicher. Ich sehe ein chinesisches Sturmgewehr. Gut für dich. Naja, hätte ich fast snipen müssen. Was wollte ich Kampfflinte reparieren? Und anscheinend in die Metro rein. Karte sagt in die Metro rein. Das ist anscheinend die Metro, die mich zum Ziel führt. Wer weiß, wer weiß. Weißt du das, Jericho? Jericho? Führt uns diese Karte zum Sieg? Warum stehen wir hier rum, wenn es überall jede Menge Action gibt? Ah, ist egal, ist egal. Action, Action, Action. Grossing. Das Ranger-Lager ist so weit weg. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was da drüben abgeht. Wahrscheinlich Supermutanten. Würde am meisten Sinn ergeben. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal drin war. Okay. Ah, ich habe so viel Schrotmoni. Ich muss nur mal kurz zu Atem kommen. Ja, die Rüstung ist schwer. Du willst doch nur eine Zigarettenpause. Ah, enttäuschend. Enttäuschend. Komm ich hier durch? Ah, ein Raider Toad. Kleine Haarklammern. Die Haarklammerdüre geht weiter. Karte sagt dieser Weg, oder? Schaut so aus. So viele Quantums. Und so wenig Terpentine. Was gibt's hier drinnen? Ein Raider. Natürlich. Uninteressant. Ich habe wirklich schon alles bekämpft hier. Okay, raus hier. Ich habe genug Metros gesehen. Auf jeden Fall. Da freue ich mich schon auf Fallout 4. Auf die offene Welt. Ich werde es nicht weit bringen, aber was soll's. Oh well.
Zur Hölle, ja. Ah, super Mutanten. Schieß ihn doch auf den Kopf, verdammt. Okay, ich brauch die Stimpacks. Leben. Kannst du. So. Ausnahmsweise nehme ich das Hundefleisch mit. Nein, nein, nein. Keine Granate. So, bin ich sexy. Come on, mach weiter. Here we go. Jericho. War gar nicht verkaufen an der letzten. Am Rande, am letzten Ende der letzten Episode. Mehr Miniguns für mich. Okay. Miniguns sind so schlecht zum Einsetzen für die meisten Situationen. Ah, zu wenig Lincoln Money. Ah, ob das ein Händler ist? Muss ich fast vorbeischauen. Komm schon, mach es. Triff ihn. Yes! Was? Ich hab uns gerettet. Es ist so still. Okay. Wo bin ich hier? Direkt vor Radis Ranges. Überraschend. Ah, ja, ich erinnere mich. Vielleicht ist hier irgendwo die Radiostation in der Nähe. Ich muss sowieso vorbei. Um so Leons Bruderschaftstypen mitzunehmen, glaube ich. Riley? Radis Ranges? Hat die nicht noch mehrere Sidequests dann? Ah, irgendwann werde ich auch Free Dog finden. Okay. Ranger Gelände. Muss ich tatsächlich reingehen? Ah, ja. Mal schauen, ob Riley da ist. Hallo, Jericho. Ziemlich ruhig hier. Bist du Riley? Nach allem, was ich gehört habe, sind sie durch die Hölle gegangen. Sie sind aber ganz schön eingebildet, was? Das gefällt mir. Ich würde zwar gern ihre Geschichte hören, aber können Sie mich bitte erst darüber informieren, wie es meinen Männern geht? Ihre Fähigkeiten beeindrucken mich sehr. Ich glaube nicht, dass ich in den Ruinen jemals jemandem wie Ihnen begegnet bin. Schätze, ich bin Ihnen was schuldig. Ich habe vor, Sie in Naturalien zu bezahlen. Sie sind sicher mehr an Ihrer Belohnung als an meinem Geschwafel interessiert. Also verschwenden wir keine Zeit. Okay. Aber ich möchte Ihnen wenigstens für alles danken, was Sie getan haben. Sie haben Ihr Leben riskiert, um meine Männer zu retten.
Also, was darf's als Lohn sein? Die Ranger-Kampfausrüstung oder eine von Briggs Miniguns? Sie wollen also die Rüstung. Tragen Sie sie mit Stolz, so wie wir. Betrachten Sie diesen Ort als Ihr zweites Zuhause. Sollten Sie je wieder hier in der Gegend sein, können Sie jederzeit hier Schutz suchen. Ich schätze, das war's dann. Wir sehen uns. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich für meinen Job überhaupt noch geeignet bin. Fast hätte ich alle meine Leute am Vernon Square in den Tod gejagt. Was für eine Anführerin tut sowas? Eine falsche Entscheidung nach der anderen. Ja, aber ich habe die Jungs in eine Zwickmühle getrieben. Theo ist draufgegangen, weil ich in einem Krankenhaus Schutz gesucht habe. Ich weiß nicht, ob man es mir momentan zutrauen würde, jemanden zu führen. Danke. Es ist nett, dass Sie versuchen, mich aufzumuntern. Ich hoffe einfach, dass ich bald wieder die Ruinen kartografieren kann. Ich habe viele Kontaktpersonen, die wollen, dass ich damit fertig werde. Sie würden für mich einfach so Ihren Hals riskieren? Gut. Das hätte ich nicht von Ihnen erwartet. Aber ich nehme Sie beim Wort. Und ich bestehe darauf, Sie zu bezahlen. Und keine Widerrede. Für jede Kartenmarkierung, die Sie im Ödland der Hauptstadt entdecken, werde ich Ihnen ein anständiges Sümmchen Kronkorken bezahlen. Sie müssen die Markierung nur finden und hierher zurückkehren. Dann lade ich alles von Ihrem Pip-Boy runter. Boah, das werde ich nicht fertig machen. Hier, nehmen Sie diesen Geomapper. Verlieren Sie ihn bitte nicht. Donovan hat ein Jahr gebraucht, um ihn zu entwickeln, und ich habe nur ganz wenige. Ich kann die gesammelten Kartendaten automatisch von Ihrem Pip-Boy herunterladen. Wenn Sie zurückkommen, hole ich sie mir und bezahle sie dafür. Sonst noch was, Riley? Ich bin zu langsam. Wie schwer ist denn diese Rüstung? Wie schon gesagt, Miniguns werde ich wahrscheinlich nicht wirklich brauchen. Ranger-Kampfrüstung. 24 Metallrüstung ist auch gerade auf 24. Ich werde mal beides reparieren lassen und schauen, was ich davon mehr brauche. So. Kann ich hier was verkaufen? Oh oh, Sie sind zurück. Müssen Sie zusammengepflegt werden? Nein. Ah. Sie werden es nicht glauben. Als Sie anfingen, für die Rangers die Kartografiearbeit zu leisten, ist Riley aus dem Koma erwacht. Jetzt gehen wir raus und treten ihnen in den Arsch, genau wie früher. Hurra! Ich glaube, ich kann ihnen helfen. Oh. Elf reparieren hat er. Nein, du kannst mir nicht helfen. Sie haben es geschafft. Sehr gut. Müssen sie zusammengeflickt werden? Oh. Elf reparieren hat er. Elf. Ganzes Elfstück reparieren. Willkommen Was gibt's zurück. Hier sonst noch? Schlafzimmer. Oh, gratis Loot. Wo? Oh. Ich nehm's. Da. Verdammt, die Leben zusammengefärbt. Die Stimpacks, die ich auf dem Weg hierher auch gut trugen. Verbraucht habe. Gratis Loot für mich. Ich nehm's. Right away. Ich hoffe, ich muss mich nicht hier rauskämpfen, indem ich was nehme, was ich nicht nehmen sollte. Sie haben mir den Arsch gerettet. Das werde ich Ihnen nicht vergessen. Oh, ja. Yeah. You're welcome. Und jetzt aus meinem Gesicht. Okay, ich brauche auf jeden Fall wen, der mir was reparieren kann. Willkommen. Du. Ah, hallo, Sie sind zurück. Coole Frisur. Jetzt, wo Sie Teil des Teams sind, ist Riley wieder ganz Sie selbst. Wir haben unsere Feinde verdampft, als würde es keinen Morgen geben. Cool. Und hier drin? Mehr Schrott. Okay. Klammern vielleicht auch? Nein, vielleicht nicht. Oder ich hab's übersehen. Wer weiß. Okay. Das werden zu viele Kartenmarkierungen sein.
Ich habe noch andere Pläne. Oder ich mache es einfach. Ich krieg die Mission nicht mal. Also es ist einfach keine wichtige Mission. Okay, Weltkarte. Was ist das? Das ist diese Station. Wo wollte ich hin? Hier raus. Die. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ich kann gerne meine Miniguns loswerden. Miniguns. Was auch immer die richtige Aussprache ist. Eins von beiden. Oh, eins von beiden. Midnight. Der Roboter kommt auch aus dem Nichts. Ein weiterer glorreicher Tag in der Geschichte unserer Armee. Was? Händler, die da sind, wo ich nicht warten muss? Sie hauen ab. Nein. Crazy Wolfgang. Der hat nicht das höchste Reparier. Guten Abend. Wert Maß. Wie wär's mit einem Handel? Wie hoch? 75, okay, das ist gut. Ich glaube, ich habe das Gleisgewehr gar nicht benutzt. Powerfaust ist zum Reparieren. Crows Augenbot her müssen wir natürlich wie immer kaputt. Verdammt, der muss jetzt viel Geld haben, der Typ. Wir haben nur die hochwertigsten Überbleibsel aus Schrott und Müll. Schrott und Müll? Diesen Schrott und Müll muss ich schon loswerden. 35. Perfekt, die ist echt gut. Die ist echt gut, echt gut. Kann man nehmen. Brauche ich nicht. Geomapper, der hat Gewicht. Der hat Gewicht. Was für ein Schwachsinn. Danke. Okay, warte. Jericho hat noch Loot. Was geht? Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Minigun nehmen wir mal mit. Vielleicht brauche ich die dann doch noch. Hey, hey. Möchten Sie... Crazy Wolfgang hat genau das, was Sie brauchen. Zumindest, wenn Sie irgendwelchen Schrott brauchen, den ich zufällig habe. Perfekt. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie... Der interessante Teil des Verkaufens. Okay. Ich habe nichts mehr viel zu tun. Tempel der Einheit. Ah. Gehen wir Richtung Fort Kunst. Fort, was auch immer das für ein Fort war. Dort, wo Mr. Crowley hin wollte. Dieses Fort. Fort Todesfalle. Und Todeskralle. Beides. Verdammt gefährlicher Ort. Damit wollte ich eigentlich mit dem Gude hingehen. Ist das das Beste, was du drauf hast? Wollte ich gerade sagen, schießen die auf mich jetzt oder nicht? Das ist eine Kampfmete. Und trifft, Dude. Geht doch. Und wahrscheinlich wieder Red Scorpions da. Verdammt! Yep. Red Scorpions for days. Sind direkt vor meiner Fresse. Oh.
Oh, ich wusste es. Noch eins, noch eins. Das brauche ich. Oh, fast durch. 10 mm am besten. Schaut aus, als würde es verstecken. Tut es auch. Okay. War hier. Ich muss nur mal kurz zu Atem kommen. Du willst doch nur eine rauchen wieder. War hier irgendwo ein Bett, wo ich schlafen kann. Kommen wir schnell. Okay, gibt's nicht. Dann am besten gleich mal Siegesgewehr auspacken. Wenn wir schon Richtung Todeskrallengebiet gehen. Jericho? Jericho ist da. Geil, geil. Puh. Ich will am Tag weiter rennen. Nacht, kann das gerade gar nichts. Viel zu gefährlich. So wie eine Red Rocket Station. Schaut so aus. So ein Kettenraucher. Wer lebt hier? Wildlandsiedler. Na, schau, schau. Mehr Nuka-Cola-Granaten für mich in der Zukunft. Das ist schwierig, die rauszubekommen. Ich glaube, der Wildlandsiedler hat gerade einen Fight hinter sich. Ich habe mir noch nicht das Lasergewehr als Belohnung abgeholt bei Rabbit City. Okay, mehr Nukas. Das hier wäre stolz auf uns, oder wie auch immer ihr Name war. Dammt. Muss ich schauen, dass ich wieder genug Abbruchsputzmittel finde und sowas. Wenn ich dort rüber gehe, wo ich hin will, brauche ich hier genug Nuka-Cola-Granaten. Okay, den haben wir. Wildlandsiedler. Kein Fight. Ach, irgendwas hat er gekillt. Ah. Ein Sklaven hat er gekillt. Ich hoffe, Sie sind nicht wegen des Wassers hier. Wir werden es nämlich mitnehmen. Und meine Mama hat mir nie beigebracht, mit anderen zu teilen. Wenn es so sein soll. Ich werde Sie so richtig schicken. Das habe ich irgendwie vermasselt. Okay, nochmal. Das ist ganz vermasselt. Ganz vermasselt. Okay, danke, Jericho. Ja, Clinton City hier. Nuka-Cola und Wasser. Was für ein Luxus. Okay. Gehen wir Richtung Fort Konstantin.
Ich hoffe, Jericho kommt da vorbei. Oh ja. Jericho? Das erste Monster. Das ist zu viel Leben. Das ist eindeutig viel zu viel Leben. Gar nicht cool, gar nicht cool. Geht. Ich glaube, ich kann jeder Todeskarre gleich eine Nuka-Granate auf den Kopf hauen, die ich sehe. Problem ist, da gibt es mehrere Gatten Todeskrallen hier drin. Und wenn mich mehrere pushen, schaut schlecht aus. Da ich fast two-shot bin. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen könnte. Ich weiß nur, hier ist eine Todeszone. Und eine Todeskarte zu viel ist eine zu viel. Eine Todeskarte zu viel ist eine zu viel. Gibt's hin. Was ist hier los? Ich dachte, ich hätte es mit richtig harten Kernen zu tun. Besser, Alter. Fetten Todeskrallen. Ja, da geht's gar nicht mehr. Todeskralle. Von Jericho schießt mit drauf. Wollen Sie mich fahren? Nuka-Cola-Granate. Nuka-Cola-Granate. Ist es das wert? Ist es das wert, hier rein zu pushen? Was zur... Ich glaube nicht. Bin ich da in irgendwas reingetreten? Wächst mich. Das Snap hält sich gut auf Distanz, aber... Wenn sie näher kommen...
Ich muss außen rundherum. Außen rundherum gibt es noch eine Todeskralle. Okay. Immer schön vorsichtig sein. Ja, ich sehe sie. Und sie hat mich, glaube ich, schon gesehen. Was ist hier los? Ich dachte, ich hätte es mit drin. Mann! Komm schon, voll um. Die fällt nicht um. Sie fällt nicht um. Ich bin in ziemlich schlechter Lage gerade. Wieder ein Blindgänger. Na, hier ist er. Sehr schön. Verdammt. Now we're in the deep end. Right away, das wollte ich. Ganz schier, wenn das Ding nicht mal rumfliegt. Gut für den Blutdruck. Oh, in New Vegas wird das brutal. Ich weiß, wenn in Fallout 4 ich schon Mylurgs sehe, die werden mich schon killen. Haben mich auch schon mehrmals. Mylurgs Überraschungen sind nicht geil. Okay. Was ist hier drüben dann? Schauen wir schnell rüber. Vielleicht ein guter Safe Platz. Vielleicht auch wieder nur Strahlung. Schaut nach einer Vault aus. Oder hier ist Fort Konstantin. Ah, das ist eine Vault. 92. Okay. Gut zu wissen. Das schiere Betonskran ist auch, die sehen so gut. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich es mit Kronkorkenminen versucht. Snipen und in Kronkorkenmine reinlocken.
holt. Was auch immer. Und hier ist sie. Wollen Sie mich verarschen? Fahrt zur Hölle! Zur Hölle, ja! Blut mich nicht. War gute Treffer. Wo ist Jericho? Hier oben. Gut, guter Mann. Rennt es außen rundherum? Es rennt außen rundherum. Stirb! 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 Verdammt nochmal! Ah, ich sollte das Ding mit dem linken erwischen. Ach du Mist. Mach es weg. Jericho, der Verrückte. Wo ist er jetzt wieder hin? Okay, wegteleportieren. Wenn Jericho irgendwo da rumrennt, alleine. Keine gute Idee für ihn. Okay. Was machst du? Was machst du, Typ? Schaut euch den an. Wie ein Besessener. Wie ein besessener Freak. Er geht einfach Todeskrallen jagen. Ohne mich. Oh. Da wird er nicht mal die Power-Rüstung retten. Ich kann eh bald reparieren gehen. Ich glaube, der Augenbordhelm ist wahrscheinlich schon wieder kaputt. Ranger. Nein, geht sogar. Ich weiß gar nicht, was es in diesem Drecksloch gibt. Außer Todeskrallen natürlich. Todeskrallen gibt's. Dachte, hier ist Fort Konstantin irgendwo. Kann nicht sein. Gute Menschen werden nicht reich. Schon mal darüber nachgedacht? Ja, ja, hast du schon ein paar Mal gesagt. So. War das gerade für eine Explosion, verdammt. Ich hoffe, es ist kein Mutanten. Ambush. Todeskrallen Ambush. Ah, Klammer. Aha. Bin überhaupt nicht paranoid. Überhaupt. Nein, ganz und gar nicht. Ist eine dumme Idee, hier rumzulaufen. Eine dumme Idee. War irgendwo noch ein Todeskralle. Ganz drüben hier. Vorne. Habe ich jetzt echt zwei Lasergewehre von ihm bekommen? Ach, schauen. Die werden nicht viel helfen bei den Mutanten. Ja, ich nenne sie gerade Mutanten. Ich bin mir sicher, hier war irgendwo ein Gebäude, wo man reingehen kann. Das ist das hier.
Und deine Todesklaue war ja auch noch Todeskralle. Was zum... Sind das Händler? Nein. Ein Brüder. Rennt er mit einem Raketenwerfer rum? Natürlich. Das ist das Haus, wo ich reinkomme? Nein. Auch nicht. Die ausgestoßenen Brüder rennen da einfach mal draußen vom Todeskralengebiet herum. Rasse. Oh. Hey Leute. Rennt mit einem Raketenwerfer rum. Einfach Abstand halten. Das könnte es sein. Ich schau mal runter, sonst muss ich den in der nächsten Folge machen. Obwohl, es ist fast zu gefährlich, wenn ich das in der nächsten Folge mache. Weil dann werden wieder Todeskrallen spawnen. Ich weiß nicht, wie viel. Ja. Hier gleich eine Nuka-Granate drauf. Ich werde sie so richtig schön fertig machen. Das Ding lebt. Ah, ist verkrüppelt, wenn dann das. Mach fertig das Ding, Jericho. Mach fertig. Komm schon. Komm schon. Moni wird auch schon niedrig. Stimme geht weg. Damn, dass hier Todeskrallen drin sind, ist ganz schier. Ich gerade mit einer Sniper Close-Core, das im Todeskrallengebiet. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das war's mit den Granaten. Ja, ja. Blood out of steel. Ja, was geht? Aber gerne. Wie schaut dein Ding aus? Sehen, was Sie haben. 38. 34. Er ist voll, oder? Er ist voll. Ah, verdammt.
Nur Magazine. Ach du. Ich habe mich nicht gemeldet, um hier draußen Weihnachtsmann zu spielen. Ah. Klassischer Jericho-Spruch. Ah. Ich habe nicht genug. Turpentine, keine Turpentine, keine Blechdosen. Haarklammer. Und mehr Coca-Cola. Okay. Ja, der wird zurückgelassen. Der wird zurückgelassen. Da steht ich nur mir selber. Die 10 mm, die nehme ich mit. Mal links, glaube ich. Ja. Okay. Saubere Luft. Rechte Seite. Eine gruselige Gegend. Werkzeug, kein Terpentine. Raketenwerfer von fetten Bohr hier drin. Die schaden mir nur selbst. Das ist garantiert. Okay, dann mal in die andere Richtung. Eh nicht gefährlich, eh nicht gefährlich. Das ist ja gleich mal. Da drüben ist schon die nächste. Sind schon furchteinflößend. Zur Hölle, ja. Nein, nein, weg von meinem Jericho. Wo ist Rösti? Mist. Mist, 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 Mist.
gefällt mir nicht. Nicht cool, nicht cool, nicht cool. Mach das Ding weg. Verdammt. 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 Oh, mein eigener Greed. Mein eigener verdammter Greed. Mich in diese Lage gebracht. Und die Loot ist es nicht wert. Halt mit Tag. Ich hab nichts mehr zum Trinken. Verdammt. Ich bin nicht mehr fertig hier drinnen. Auf die Wahrnehmung. Das war die zweite Todesspirale, von der ich Angst hatte, dass sie kommen würde. Ja, der wird hier drin viel helfen. Und jetzt bin ich ganz alleine. Ganz alleine unter Todeskrallen. Ich habe irgendeinen Dreck mitgenommen. Kein Platz. Ich habe hier gar keinen Platz. Tyrons Arbeitsvertrag. Ha! Ja, genau. Wenn der mir so viel bringen wird. Ob er jetzt mit mir mit will? Glaube ich gar nicht. Kann ich nicht loswerden. Den. Sobald Buffert leer ist, bin ich sowieso wieder überbelastet.
Schlüssel. Na Gott sei Dank. Wie lang ist dieser Tunnel? Zu lange. Wo führst du mich hin, Spiel? Das war's nicht wert. Das war's nicht wert. Das war's nicht wert. Muss ich positives Karma noch bekommen? Ich kann Sklavenkinder kaufen. Yep. Er wird wahrscheinlich noch immer geglitscht sein. Verdammt! Wenn ich echt den Kronkorkenminen noch reinsetzen. Oh, ich wollte Jericho bis zum Ende haben. Oh, Mr. Crowley, ich habe nicht mal Fort Konstantin gefunden. Sollte auch dort irgendwo in der Nähe sein. Oh, alle Begleiter sind tot. Außer Charon. Charon tut nichts, also da rumstehen. Alter, komm schon. Run. Nein. Run sagt nein. Run sagt nein. Oh. Okay. Muss entweder improvisen oder das Spiel einfach fertig machen. Verdammt. Oh. Wo ist Megaton? Ich muss Sachen verkaufen. Ich glaube, ich werde in den nächsten Folgen einfach das Spiel fertig machen. Ich wüsste nicht, was ich jetzt noch tue. Exploring is not the same without my Jericho. Morgen. Fresse. Habe ich noch Turpentine gelagert? Verdammt. Verdammt. Jetzt gibt es noch den Supermutanten und für den habe ich zu schlechtes Karma. Wo kriege ich gutes Karma her? Wo kriege ich gutes Karma her? Sowas gibt es ja gar nicht. Sowas wie gutes Karma. Ich habe noch nie gutes Karma in diesem Spiel gehabt. Habe ich Turpentine gelagert? Was habe ich gelagert? Fast nichts mehr. Stealth Boys. Ja, die hätten Jericho auch nichts geholfen. Wie viele Birds habe ich? 10 Stück. 15. Oh. Mm-hmm.
Warum hat die Todesgrau nicht mich angegriffen? Wenn sie mich angegriffen hätte, hätte ich mich heilen können, rechtzeitig. Und bei Jericho ist es genau sicher meine Kugel nicht ausgegangen. Genau meine Kugel hat es nicht überlebt. Okay. Lunchboxes brauche ich. Sensor Modul. Lunchbox Cherry Bombs. Ich habe nur mal hier haufenweise von den Sachen verkauft. Machen Sie sich nichts aus dem Rauch. Fresse. Was? Noch. Das ist wichtig. Haken? Nein. Eine Haarklammer hat sie zu verkaufen. Turpentin. Lunchbox nichts. Ja, ich verkaufe mal in Episode. Warum nicht? Oh, weil sie schon breit ist, deswegen nicht. Was gebe ich hier zurück? Lasergewehr. Das ist zu teuer. So. Keine Ahnung. Hoffentlich Red X kann sie haben. Da ein bisschen noch. Gute Jagd. Nein. Wird keine gute Jagd. Hätte ich mir nur Kohlegranaten machen können? Ja. Ich drag es jetzt aus gerade. Box habe ich Deppentin und Blechdosen fehlen. Verdammt! Die Karte ist so schräg zu benutzen. Ja, wie saut. Es wird bald zu Ende gehen. Leider ohne Jericho. Ich wollte ihn bis zum Schluss überleben lassen. Aber meine eigene Gier nach Action hat ihm das Leben gebracht. Peace out.